Du fragst dich, warum es bei Biohackern leuchtet wie im Rotlichtviertel und ob Microneedling eher eine abscheuliche SM-Technik oder doch der neueste Biohacking-Trend ist? Dann bleib dran, denn in dieser Folge werden wir zumindest eine dieser Fragen ganz seriös beantworten können. Ich habe mir heute für diese Folge zwei Experten im Bereich der Photobiomodulation, also Rotlichttherapie, herausgesucht und werde mit denen das ganze Thema Photobiomodulation ganz genau anschauen. Und obwohl ich selbst diese Technik schon recht lange nutze, habe ich bisher wenig dazu geschrieben und möchte jetzt in dieser Podcast-Folge mit euch bei den Basics anfangen und die Grundlage der ganzen dahinterliegenden Wissenschaft ergründen. Also im Detail, wir schauen uns an, was ist Photobiomodulation, wo ist der Unterschied zwischen Rot- und Nahinfrarotlicht und wie kannst auch du mehr Leistung aus dir herausholen, indem du diesen Biohack für dich nutzbar machst. All das und eine gute Portion meines doch recht kranken Humors bekommst du in dieser Folge des Peak Wolf Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, die gleich in mehreren Ebenen unter die Haut geht und in der wir uns über die Funktionsweise und vor allem die Vorteile der Photobiomodulation austauschen werden. Ich habe für euch zwei Experten aus dem deutschsprachigen Raum gesucht und habe mit Luminous Red die Babsi und den Thomas gefunden. Zwei unglaublich nette Menschen, die auch meinen Humor verstehen und die bereit waren, mir ein bisschen mehr zu erklären, wie das ganze Thema überhaupt genau funktioniert, wo die wissenschaftlichen Erkenntnisse heute herkommen und liegen und warum es absolut Sinn macht, dass auch du ab sofort mit Photobiomodulation zumindest rumexperimentierst und schaust, was das mit deinem Körper machen kann. Eines kann ich schon ganz zu Beginn direkt sagen, und zwar ist das Thema total vielseitig. Das heißt, wir kommen nicht nur auf einen einzigen Effekt, sondern es gibt ganz viele Effekte, die wir gerade durch diese Kombination von Rotlicht und Nahinfrarotlicht und die verschiedenen Wirkungsweisen eben für uns nutzbar machen können. Und genauso unterschiedlich wie diese beiden Technologien oder die Wellenlängen sind, so unterschiedlich sind auch der Thomas und die Babsi von ihrem Hintergrund und ergänzen sich daher geradezu perfekt für diesen Podcast. Denn der Thomas ist hier nicht nur Lichtgestalter, sondern hat auch den sehr seltenen Titel Master of Lights und kennt sich vor allem in den ganzen Forschungsgebieten und Wirkungsweisen der verschiedenen Wellenlängen extrem gut aus. Die Babsi hingegen schaut sich lieber die Menschen an und unsere Psyche und forscht derzeit für ihre Doktorarbeit am Thema Happiness und Burnout Prevention, indem sie untersucht, wie die Lichtwellenlängen Einfluss auf unsere Gefühls- und Stimmungslage und vor allem auch unsere Stressresilienz legen können. Babsi und Thomas, ich möchte euch jetzt gar nicht länger auf die Warteschlange hier verweisen und begrüße euch herzlich im Peak Wolf Podcast. Ja, hallo Wolf, danke, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns total und ja, wir sind schon super motiviert, über unsere Lieblings-Biohacking-Technologie, eben das Rotlicht, heute zu sprechen. Dann beginnen wir vielleicht doch mal ganz am Anfang und ich möchte euch bitten, kurz zu erklären, was ist überhaupt Photobiomodulation und wie funktioniert das Ganze? Ja, vielleicht fange dann einfach ich mal an. Rotlichttherapie, man kann auch Photobiomodulation dazu sagen, ist jetzt quasi der wissenschaftliche Begriff dafür, ist im Endeffekt eine Technologie, die bestimmte Wellenlängen vom Licht benutzt, weil wir hier herausgefunden haben, diese Wellenlängen haben biologisch wirksame Effekte. Die Wellenlängen, die hier verwendet werden, sind einerseits das rote Licht und andererseits das nahinfrarote Licht. Die kommen, damit man sich vielleicht ein bisschen besser was drunter vorstellen kann, auch im Sonnenlicht vor. Was jetzt aber so Unternehmen wie wir quasi machen, ist diese zwei Wellenlängen zu nehmen, sie intensiver zu machen, also effizienter, nutzbarer zu machen und somit kann man eben viele Effekte hervorrufen. Hm. Beispiele sind da jetzt vielleicht oberflächliche Effekte wie Hauteffekte, Wundheilung, Haarwachstum, kann auch ganz viel bei Kollagenproduktion in der Haut helfen, Falten, Entzündungen, aber auch Schmerzen. Und das nahinfrarote Licht andererseits quasi ist ein tiefer
penetrierendes Licht, was viel helfen kann mit Entzündungen, mit hormoneller Gesundheit, mit Schlaf, mit ganz vielen Themen. Ja, und was man eben da im Speziellen bemerkt hat, quasi in der Wissenschaft, bei diesen Wellenlängen des Lichts, also so im roten und infraroten Bereich ist, das ist ganz was Spezielles. Und zwar, man hat, wenn man jetzt sich das Sonnenlicht vorstellt, du hast eben das UV-Licht, das jetzt die Haut bräunt, Vitamin D-Erzeugung hilft. Und du hast auch viel vom infraroten Licht, also das wir als Wärmestrahlung wahrnehmen. Und bei den Wellenlängen von Rot und Nahinfrarot, das ist eben wirklich noch Licht, also das ist keine Wärmestrahlung jetzt in dem Sinne, sondern es ist wirklich Licht. Und das geht in unseren Körper rein, also eben wie die Babsi gesagt hat, bei Roten ist es eher oberflächlich auf der Haut und bei Nahinfraroten bis zu 1, 2, 3 Zentimeter je nach Anwendung und bleibt dort im ersten Moment noch als Licht. Also es wird jetzt nicht wie bei einer Infrarotsauna zum Beispiel in Wärme umgewandelt, sondern dieses Licht geht in unseren Körper, geht in unsere Zellen und hilft dort, dass wir effektiver, effizienter Zellenergie produzieren. Also quasi die Energie, die wir vom Essen zu uns nehmen, die wird in unseren Zellen, in unseren Zellkraftwerken, den Mitochondrien, umgewandelt in Energie, die unser Körper verwenden kann für eben Heilungsprozesse oder Recovery-Prozesse oder eben auch Performance. Und dieses Licht hilft uns, dass das effizienter, effektiver passiert. Okay, jetzt habe ich direkt 20 neue Fragen daraus. Ich würde es gerne ein bisschen einfach halt nochmal hinleiten. Also diese Trennung zwischen Rotlicht und dem Nahinfrarotlicht. Mhm. Wie sieht das genau aus? Welche der beiden Technologien hat welchen Effekt auf unseren Körper? Und wie unterscheidet sich jetzt auch diese neue Kombination der beiden Sachen von diesen alten Infrarotlampen? Also ich muss immer dran denken, meine Oma, die hatte früher so eine Lampe. Da saßen dann alle Tanten vor, genau, wenn irgendwie der Rücken wehtat. Und also was ist jetzt heutzutage anders an diesen Lampen? Genau, also nur kurz nochmal, das rote Licht ist in dem Wellenlängenbereich zwischen 6 und 700 Nanometern, ist auch wirklich ein sichtbares Licht, das sieht man auch wirklich als rot und ist eben quasi ein oberflächliches Licht. Das geht nur ein paar Millimeter in die Haut rein und kann, wie wir schon vorher gesagt haben, hier viel mit Hauteffekten, Haareffekten und so weiter helfen. Das nahinfrarote Licht ist quasi die zweite Wellenlänge, die benutzt wird. Die ist in dem Wellenlängenspektrum zwischen 8 und 900 Nanometern. Wie der Thomas schon gesagt hat, Teil von dem Infrarotspektrum. Aber was jetzt hier wirklich quasi das Spannende ist, ist, dass es keine Wärme produziert. Das ist für uns Menschen ein nicht sichtbares Licht. Man sieht es vielleicht ein bisschen pink, aber eigentlich nicht wahrnehmbar. Das ist dieses Licht, was ganz tief bis in unsere Zellen, bis in unsere Mitochondrien reingeht, produziert keine Wärmeenergie, wie jetzt beispielsweise andere Spektren des Infrarotlichts, sondern Lichtenergie. Und das ist auch schon so dieser große Unterschied quasi zu diesen Infrarotlampen, die man vielleicht noch von den Omas kennt, die, was man eben, wenn man irgendwie sich die Schulter gezerrt hat oder Schmerzen hat, sich einfach damals hingestellt hat und es ist total warm geworden. Es ist wirklich nahinfrarotes Licht in der Photobiomodulation quasi, was keine Hitze produziert, sondern Lichtenergie, die direkt in die Zellen geht. Und bei dieser unter Anführungsstrichen altmodischen Lampe, die absolut nicht schlecht ist, aber einfach andere Effekte hervorruft, wird Wärmeenergie produziert. Das ist so der grundlegendste Unterschied quasi, der anders ist. Also du hast eben bei diesen Rotlichtlampen, die wir eben von früher kennen, die sind ja auch rot, also man sieht sie als rot, aber eben quasi der wirkliche Anteil jetzt von diesen Photobiomodulationsspektren, die jetzt das Licht sind, das ist in dem Fall, sag jetzt je nach Lampe, aber irgendwo zwischen 2 und 15% von der gesamten Energie, die abgestrahlt wird, und der Rest von diesen Rotlichtlampen ist eben dann hauptsächlich Wärmeenergie, die natürlich gut hilft bei Verspannungen, gut hilft vielleicht auch eben wenn man irgendwo weh hat, aber nicht die Photobiomodulationseffekte so stark hervorrufen, also eben die Aktivierung der Zellen oder die Produktion von Zellenergie. Und vielleicht nur kurz, das soll jetzt auch gar nicht heißen, dass quasi diese Rotlichtlampen, die man von der Oma kennt, was Schlechtes sind. Ähnlich wie auch
Ach komm, die sind scheiße, altes Zeug. Ähnlich auch wie beispielsweise bei so einer Infrarotkabine, die quasi auch Wärmeenergie benutzt, würden wir eben immer diesen Tipp geben, dass man sich im Vorhinein überlegt, was ist die Wirkung, die ich erzielen möchte oder an was möchte ich arbeiten. Und mit Wärmeenergie arbeiten ist ja auch total super. Man kann Detox betreiben, es kann eben, wie schon gesagt, Verspannungen helfen, ganz viele andere Effekte auch noch. Und es ist einfach uns wichtig, herauszuarbeiten, dass Lichtenergie vielleicht für den modernen, effizienten Menschen etwas ist, was sicherlich spannend ist. Und das wollen wir einfach ein bisschen zusätzlich als Wissen weitergeben quasi. Okay, habe ich mir gespeichert. Die Rotlichtlampe ist für die Oma und der moderne Mensch, der kriegt Photobiomodulation. Ich würde gerne nochmal auf das Nahinfrarotlicht eingehen. Da habt ihr gesagt, das geht in den Körper rein bis zu 3 Zentimeter und wirkt dort auf die Zellen ein. Und jede Zelle in unserem Körper, die hat ja eben das Zellkraftwerk, die Mitochondrien. Mhm. Und dort wird diese Lichtenergie ja über die Chromophore, heißen die, ne? Ja, Chromophore, wird die ja nutzbar gemacht und sorgt für mehr ATP. Ja. Aber könnt ihr hierzu noch was erklären? Warum ist das denn überhaupt gut für mich? Dieser Prozess der ATP-Produktion ist grundsätzlich ein natürlicher Prozess, der eh schon stattfindet in unserem Körper. Also durch die Nahrung, die wir aufnehmen oder auch das Licht natürlich von der Sonne oder der Natur, passiert dieser Verstoffwechselungsprozess. Das, was jetzt quasi wirklich spannend ist mit solchen Technologien wie unseren Maschinen, ist, dass man diesen Prozess wirklich verfünffachen, verzehnfachen und noch effizienter, schneller und dadurch auch langlebiger gestalten kann. Und ich glaube, einer dieser Grundgedanken der Photobiomodulation ist quasi wirklich, mitochondriale Gesundheit ist etwas Essentielles, mit dem wir uns alle beschäftigen sollen. Das ist nicht nur etwas für alte Menschen, wo dann dieser Prozess einfach langsamer stattfindet. Es gibt auch Menschen, die leiden leider unter mitochondrialer Dysfunktion. Oder eben, wie ich auch schon gesagt habe, der moderne Mensch, der einfach ganzheitlich leben möchte, der effizient, effektiv leben möchte, der kann das quasi benutzen. Ja, genau, so eben das Spannende an dem Ganzen, finde jetzt zumindest ich, ist halt wirklich das, also wir wissen in diesem ganzen Photobiomodulationsbereich, es gibt jetzt seit circa 30 Jahren Forschung in dem Bereich, hauptsächlich in klinischen Settings mit Lasern in dem Fall und zu allen möglichen Themen, also es gibt bisher über 5000 wissenschaftliche Arbeiten dazu, Studien und so weiter, wo erforscht wird, hey, für was könnte das helfen? Viel in der Schmerztherapie, viel in Wundheilung. Und man hat eben festgestellt, hey, wenn du diese Wellenlängen des Lichts anwendest, zum Beispiel bei Wunden, dann geschieht Wundheilung schneller. Und man hat sich halt dann angeschaut, warum ist das so? Was ist jetzt das Spannende? Und im Endeffekt so, was ich eigentlich das Interessante finde, ist, ja, es gibt viele Studien, man weiß aber nicht, also man hat erst ein paar Bereiche erforscht. Und die Grundhypothese zu diesen Wellenlängen des Lichts ist eben wirklich die, wie wir eh schon angesprochen haben, sie helfen deinen Zellkraftwerken, dass sie eben effektiver und effizienter die ATP, also die Zellenergie, produzieren oder umwandeln quasi aus dem Essen, das wir zu uns nehmen. Und das Interessante da ist, wirklich, wie die Babsi schon gesagt hat, mitochondriale Gesundheit ist eigentlich ein Thema, wir wissen schon seit einiger Zeit, aber es kommt jetzt immer mehr in den Fokus der verschiedensten Disziplinen. Also ob es jetzt eben bei uns Biohacker ist oder auch in der ganzen Longevity-Forschung, da wo du einfach mitkriegst, hey, wenn du es schaffen könntest, dass du nachhaltig deine Mitochondrien irgendwie fitter hältst oder ihnen erlaubst, dass sie eben die Zellenergie besser produzieren oder einfacher produzieren, dann bringt es mit sich im Endeffekt, dass der ganze Körper und Geist viel besser funktioniert. Und das eigentlich finde ich das Spannende, weil du irgendwie bei einer ganz krassen Wurzel ansetzt und einfach deinem Körper dieses Mehr an Potenzial gibst, um selbst Haus zu halten quasi. Und das ist eigentlich, finde ich, für mich zumindest, ist das, wenn du es jetzt vergleichst mit irgendwelchen Supplements und so weiter, da wo du vielleicht einzelne Sachen irgendwie boostest, ist das viel das Spannendere, weil einfach der Körper selbst auswählen kann, hey, zum Beispiel, keine Ahnung, mein Hormonkreislauf oder Hormonbalance ist ein bisschen gestört und du gibst ihm die Energie, dass er einfach hier ansetzt, wo er gerade die Notwendigkeit sieht und sich selbst hilft quasi. Wahnsinn. Also ich nutze das Thema mit der ATP-Gewinnung ja auch gerne mit Kälte oder mit der Atmung vor allen Dingen, wo wir eben schauen, sind wir anaerob oder aerob.
da kann man einfach viel machen. Ja, und ich denke, das wird sich in Zukunft auch noch wesentlich erweitern in der Wissenschaft, wenn man jetzt schaut, da gibt es ja mehr und mehr Studien, wie du sagst, eben wie ist die Zellgesundheit, wie steht das im Körper und wie kann man diese Sachen besser ansteuern. Genau. Jetzt habe ich auch verstanden, dass die Sachen wie Wundheilung und die Benefits für den Körper, dass die dadurch eben vervielfacht werden. Was gibt es denn sonst noch für Benefits? Warum wird das so gerne von Sportlern oder jetzt auch von Biohackern genutzt? Das Spannende ist, ich glaube, das kann man so ein bisschen in zwei Teile oder vielleicht zwei Prozesse unterteilen. Einerseits kannst du quasi wirklich total gezielt, wie beispielsweise jetzt bei einem Profisportler, gewisse Teile deines Körpers mit diesem Licht bestrahlen und speziell die Mitochondrien an dieser Stelle, in diesen Muskeln beispielsweise, werden aktiviert und lokal können quasi Effekte geschehen, einerseits. Andererseits sehen wir aber auch, höchst spannend, dass wir auch im Blut Mitochondrien haben und dadurch eigentlich auch systemische Effekte passieren. Also die Benefits sind sehr, sehr, sehr weitläufig gesät, würde ich jetzt mal sagen. Und umso wichtiger ist quasi dieser Vorprozess, wo man sich wirklich für sich überlegt, was ist etwas, auf das ich achten möchte? Geht es hier um allgemeines Wohlbefinden, um allgemeine Gesundheit oder habe ich wirklich quasi Problemstellchen, würde ich jetzt mal sagen, ganz einfach gefasst, an denen ich arbeiten möchte. Habe ich gerade eine OP am Knie gehabt oder habe ich mir gerade beim Tennisspielen irgendwie den Ellbogen verletzt? Also da gibt es ganz viele Facetten, die man wirklich sehr gut targeten kann. Ja, oder ein großes Thema vielleicht nur zum Einwerfen, was jetzt sehr intensiv geforscht wird, ist wirklich auch also Gehirngesundheit, sage ich im weitesten Sinne, wo du sagst einerseits, dass du im Gehirn fit und jung bleibst, aber auch, dass du die Performance boostest oder Schlafqualität boostest, ist ein Megathema in der Forschung im Moment auch. Genau, also die Benefits, um sie jetzt nur mal so aufzulisten, wie der Thomas schon gesagt hat, Gehirngesundheit oder kognitive Funktionen, Konzentration, aber auch Schlaf. Bei psychischen Störungen, was ich als Pädagogin ganz spannend finde, also bei Depressionen beispielsweise oder bei Angstzuständen hat sich gezeigt, dass dieses Licht ganz gut helfen kann. Dann aber auch auf der anderen Seite bei Profisportlern, wie eben schon gesagt, bei der Muscle Recovery, vor allem nach dem Sport dann, dass du diese Erholung hast, die dann natürlich umso schneller geht, weil du mehr zelluläre Energie hast, damit du dann higher performen kannst, aber auch bei Geschäftsführern, die was beispielsweise eben an ihrer Konzentration arbeiten möchten. Es wird aber auch sehr viel von Victoria's Secret Models zum Beispiel benutzt, die was einfach ihre Haut verbessern wollen. Also wir wissen, dass wir mehr Kollagen und Elastin produzieren, dass das mit feinen Fältchen, aber auch mit größeren Fältchen helfen kann, mit der Wundheilung, mit Narben. Also da gibt's ganz, ganz viele Beispiele. Haarwachstum ist sicherlich auch ein großes Thema. Generell bessere Zirkulierung durch den Körper. Also die Victoria's Secret Models sehen dann nachher aus wie Chewbacca. Kann sein. Kann sein. Wenn sie die Frage hat. Ich lasse meine Frau nie mehr vor dieses Gerät. Na, aber wirklich ganz spannend, Haarwachstum sowohl bei Frauen als auch bei Männern, aber ja, die Haare am Kopf beispielsweise, dass da wirklich dieses Wachstumsfollikel in der, ich weiß jetzt nicht, ob erste oder zweiten Phase des Wachstums, wirklich natürlich non-invasiv aktiviert wird und dadurch Haare wieder nachwachsen können oder es gibt voller halt, werden. Genau, also es gibt halt... Ich meine, das kann man auch nachsehen, wenn man jetzt mehr auf Instagram folgt und dem Peakwolf anschaut, dieser astreine Bartwachstum, diese Löwenmähne, die ich hatte früher nichts. Ne? Also wirklich, da lief kein einziges Haar in meinem Gesicht und jetzt, seitdem ich dieses Produkt benutze. So ist es, ja. Nein, Spaß beiseite, aber ich merke das wirklich auch selber. Ja. Also ich nutze es ja selber gerne und gerade im Bereich Muskelentspannung und Schlafverbesserung und Wundheilung, da sind so die drei Bereiche, wo ich selber extrem merke, dass das die Zeit, die es sonst bräuchte, ohne Anwendung, die es massiv verkürzt. Ja. Kann ich auch nur so bestätigen. Also ich benutze es ganz viel für Haut, aber auch eben für Hautunreinheiten, wie ab und zu mal einen Pickel. Oder was ich auch ganz stark gemerkt habe, meine Nägel und Haare, also sind irgendwie wachsen besser, werden dicker. Kann ich auch echt selbst bestätigen, seit 2 Jahren täglich, also natürlich ab und zu mal vielleicht nicht täglich, aber wirklich, wenn man dabei bleibt, macht das wirklich vor allem unterschwellig irgendwie. Das sind so diese Kleinigkeiten oder so eben dieser letzte Kick, vielleicht so die oberen 20%,
die man da einfach natürlich rausholen kann. Ja, also ich sage immer für mich so, es ist immer schwierig, was zu versprechen oder was jetzt alles kann. Soll man auch nicht machen, vor allem wir als Biohacker und diese Technologie sind, sage ich, sehr, sehr in den Kinderschuhen oder experimentell. Das ist im klinischen Setting oft angewendet, aber damit extrem genauen Parametern. Und was ja wir machen, ist, wir schauen, dass wir das übersetzen jetzt schon auf eine Methodik oder Technologie, die du auch daheim anwenden kannst. Und für mich ist halt immer das Spannendste eben, es gibt tausende Studien zu allen möglichen Sachen. Du kannst ja auch viele davon übersetzen für dich und ausprobieren. Das Spannendste ist eigentlich, finde ich, wirklich, was sich herausgestellt hat mit Photobiomodulation und deswegen wird auch so viel experimentiert, ist, die Effekte, die du kriegen kannst, sind in den meisten Fällen positiv. Und also negative Effekte zu erzielen oder irgendwie negative Auswirkungen sind sehr gering und auch in der Studienlage. Nur wenn du wirklich extrem überdosierst, zeigen sich da negative Effekte. Und ich glaube, das macht es eben zu so einem Hype-Thema auch im Biohacking, weil es das sonst, also eben wieder im Vergleich zu Supplements, da kannst du halt schon sehr, sehr schnell kannst du irgendwie schaden mit den Dingen, wenn du zu viel einnimmst oder falsche Sachen, dass du halt einfach deine Organe schädigst oder so, nachhaltig. Und bei diesem Licht ist echt das Coole, es scheint, wie wenn es halt echt verdammt schwer wäre oder ist, dass du wirklich irgendeinen Schaden dir zufügst damit. Also vor allem in der Art und Weise, wie man es jetzt kennt, also wie es zum Beispiel wir haben oder wie auch du die Geräte hast aus einem Panel mit LEDs, weil einfach die Dosis, die du dir zuführst in normalen Sessions, die hält sich so gut im Rahmen, dass Überdosieren fast nicht möglich ist. Ich denke, das ist ein ganz interessanter Hinweis, dass man eben weiß, da gibt es jetzt nicht so viel wie beim Solarium. Ja. Und habe wirklich Hautschäden, sondern man kann was Gutes tun. Also wie und wem es hilft, das muss man halt selber ausprobieren. Aber man kann sich eben auch nicht schaden. Also das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Genau. Also natürlich immer mit Maß alles anwenden, aber es scheint eben wirklich so aufgrund von der Studienlage, was wir bis jetzt kennen, dass es halt, du müsstest echt wirklich lange das anwenden, also stundenlang quasi, dass du wirklich negative Effekte hast. Das Schlimmste, unter Anführungsstrichen, von dem wir bisher gehört haben, ist auch vielleicht spannend zum Erwähnen, kommt gar nicht aus der Wissenschaft, sondern eher so einfach aus der Praxis, aus der Anwendung von unseren Kunden und Kundinnen, ist, dass es halt manchmal passieren kann, vielleicht ein bisschen Kopfweh oder etwas Schwindel. Und wir haben wirklich herausgefunden, und auch eben durch Biohacking experimentieren und einfach schauen, was tut wem gut, dass das eben hauptsächlich nicht an dem Licht zu liegen scheint, sondern wirklich auch auf eine Vorbereitung. Also wenn du vielleicht nicht genug Wasser davor getrunken hast oder vielleicht MCT-Öl, wo du wirklich deinem Körper die Nährstoffe oder die Steilvorlage quasi gibst für das, dass der ja jetzt übertaktet wird. Also es scheint wirklich eher an solchen nebensächlichen Faktoren, die auch wichtig sind, zu liegen, als jetzt an dem Licht per se. Weil das sehen wir vor allem bei Erstanwendern, oft natürlich, also du, also wie die Babsi gesagt hat, du übertaktest ja quasi deine Zellen so ein bisschen, also mehr, dass du ihnen schlecht tust wie beim Computer, den du einfach hochlaufen lässt, sondern du schmierst sie einerseits, aber übertaktest sie auch. Und wenn dann der Metabolismus hochfährt, das haben wir ja auch oft, wenn du sportliche Extremleistungen machst, dass du dann natürlich immer irgendwie Wasser im Körper brauchst, also Hydration, dass der wirklich auch sauber arbeiten kann. Absolut, aber das ist ein guter Hinweis, dass man das nochmal gerade zieht. Ich denke, Lichttherapie, also Photobiomodulation, ist ja jetzt auch was für den, der sich mal mit seiner Gesundheit generell auseinandergesetzt hat. Also das ist ja, damit holt man nachher die oberen Prozente raus, aber dass man sich erstmal gesund ernährt, Gedanken macht, ein bisschen bewegt, auch mal in die Sonne geht, das ist ja sicher mal wichtiger, als jetzt die Lampe zu haben. Auf jeden Fall. Genau. Also du sollst natürlich, also finden wir immer, die Basis wirklich eines gesunden Lebens ist eben Ernährung, Bewegung und den Tagesrhythmus haben und das Licht haben am Tag und total wichtig, dass du irgendwie schon in der Früh rausgehst, irgendwie die Sonnenstrahlen empfängst, vielleicht im Idealfall auch noch irgendwie auf deinen Körper viel Sonne kriegst, weil Vitamin-D-Produktion macht das jetzt
ja zum Beispiel nicht, weil es diese Wellenlänge nicht hat. Oder eben so sehr wie vielleicht zirkadianer Rhythmus, auch ein spannendes Thema, so wie das Sonnenlicht, setzt das jetzt nicht den zirkadianen Rhythmus, muss man auch ganz klar sagen. Genau. Es kann eben wieder unterstützend bei etwas helfen oder ergänzend zu etwas dazu genutzt werden. Aber jetzt nur mit dem kann man das sicherlich nicht alles erreichen. Das wäre ja wahrscheinlich auch eher was für den Abend dann. Genau, und spannenderweise, das habe ich irgendwie vorher auch nicht gewusst, bevor ich da nicht Studien drüber gelesen habe, Rotlicht jetzt beispielsweise eben am Abend, Melatoninspiegel, zirkadianer Rhythmus, Schlaf, steigert jetzt nicht per se den Melatoninspiegel oder symbolisiert jetzt quasi nicht dem Körper per se, jetzt ist Schlafenszeit, so wie das beispielsweise das Sonnenlicht macht oder eben in dem Sinn anderes Licht, sondern es scheint hier auch irgendwie einen zusammenhängenden Effekt von unterschiedlichen Faktoren im Körper zu sehen. Und im Fall von dem Melatonin ist es wirklich so, dass durch das Rotlicht der Magnesiumspiegel im Körper steigt. Und was dann als weitere Folge passiert, ist, dass wir durch den höheren Magnesiumspiegel im Blut auch einen höheren Melatonin-Ausschüttung haben. Das heißt, dadurch wird dann der Schlaf oder eben der Tag-Nacht-Rhythmus positiv beeinflusst. Das ist immer so ein bisschen, finde ich, spannend auch hervorzuheben. Eben wieder, das ist nicht die One-Fits-All-Antwort quasi, sondern es ist einfach eine Baseline, die deinen Körper auf vielerlei Arten und Weisen unterstützen kann. Genau, das ist ja das Spannende am Biohacking, dass man nachher versteht, wie die Sachen funktionieren und auch weiß, warum oft ja Magnesium für einen besseren Schlaf empfohlen wird. Und so kann man dann immer sich selber erklären, warum funktioniert denn das eine jetzt für mich oder warum funktioniert es vielleicht auch nicht. Ganz genau. Cool, das würde ich jetzt gerne mal mit meinen Worten zusammenfassen. Was ich verstanden habe, ist, dass gerade die Kombination aus Rotlicht und Nahinfrarotlicht so besonders mächtig ist und da auch eigentlich der Zauber drin liegt. Und so kann ich jetzt meine Muskeln vor und nach dem Sport besser, die können sich besser erholen. Also ich habe eine bessere Recovery, ich habe ein besseres Muskelwachstum. Ich kann über verschiedene Prozesse im Körper den Schlaf optimieren und den Melatoninhaushalt regulieren. Und ich habe noch Beauty-Effekte wie besseres Haarwachstum und schöneres Hautbild. Super Zusammenfassung. Sehr gut, super. Jetzt hätte ich aber mal eine Frage, wenn ich bei euch in den Shop reingucke auf der Webseite, dann gibt es ja die Geräte gibt's in verschiedenen Größen. Ja. Was ist denn jetzt das, was mir wirklich hilft? Was brauche ich denn da idealerweise? Also bei uns ist es immer so, was wir halt empfehlen, wenn jemand neu reinkommt in das ganze Thema, sagen wir immer, start einmal klein, nimm dir irgendwie ein kleines Device, probier mal aus. Vor allem am Anfang merkst du eben, oder merken viele Leute irgendwie starke Effekte. Und da kannst du mal experimentieren. Bei unseren Geräten machen wir es deswegen auch so, du kannst quasi immer beliebig neue Geräte dazu nehmen und die einfach zusammenstecken wie Legos quasi, wie so Bausteine. Was wir immer sagen ist, also probier es einmal klein aus, probier mal, was es für dich tut. Aber eben wichtig ist, wie die Babsi vorher schon auch gesagt hat, immer, was ist eigentlich das, also wie wir Biohacker oft denken, was ist eigentlich das Ziel, das du erreichen willst? Ist es jetzt eben wie bei vielen Frauen, dass sie sagen, hey, ich hätte gern irgendwie Hautgesundheit, würde gern im Gesicht ein bisschen dickere Haut haben, dass die Falten weggehen, Kollagenproduktion? Ist es jetzt, dass du sagst, hey, ich bin irgendwie Sportler und ich merke, dass in meinem Rücken oder meine Beine, dass ich da ein bisschen mehr Recovery gerne hätte oder dass ich, weiß nicht, bin jetzt der Manager, der in der Früh einfach oder am Abend den Kick braucht, dass er besser aufwacht, dass er besser oder tiefer schläft vielleicht, dann kann man wirklich mit einem kleinen getargeteten Device anfangen. Oder dass man jetzt wirklich sagt, hey, ich möchte nachhaltig, langfristig, möchte irgendwie mein gesamte Wellness oder meinen gesamten Körpergeist irgendwie gut tun, dann empfehlen wir natürlich auch oft, hey, das Coolste für so diese General Biohacking oder Wellness-Sachen ist natürlich, je mehr Haut du von dir anstrahlen kannst in der gleichen Zeit, umso schneller bist du und umso so systemischer ist der Effekt quasi. Wie lange brauche ich denn, wenn du sagst schneller? Also was ist die ideale Dauer für so eine Session? Also was man halt weiß, wenn man jetzt so quasi für, also ich sage allgemein, diese Sachen, Wellness, Biohacking, was sagst du, ein bisschen mehr Performance, besserer Schlaf und so, hat sich herausgestellt, so grundsätzlich irgendwo so zwischen 10 und 20 Minuten
pro Session, also macht man einmal am Tag oder alle zwei Tage, je nachdem, wie es einem passt, ist so der Sweet Spot, also 10 bis 20 Minuten. Und natürlich, wenn du jetzt ein kleineres Device hast und mehrere Körperpartien anstrahlen willst oder bearbeiten willst, vervielfacht sich das natürlich. Klar, es kommt auf die Anwendung an, also was will ich damit erreichen? Aber wie bei mir geht es mir meistens um generelle körperliche Wohlbefinden, natürlich auch Erholung. Und dann versuche ich gerade auch nach einem Workout möglichst den ganzen Körper abzudecken. Und was mir jetzt auffällt, was ich auch bei vielen Kollegen habe, ist, die Geräte sind ja jetzt auch nicht gerade klein. Habt ihr da einen guten Tipp? Woran ich denke, ist, ich kann die jetzt natürlich vor mich an die Wand hängen, aber ich will jetzt auch nicht 20 Minuten von vorne einfach langweilig auf eine Lampe gucken und mich dann umdrehen und nochmal 20 Minuten von hinten. Ja, voll. Also was sind da eure Tipps aus der Praxis? Also es ist wieder ein bisschen die Frage, wie möchte man das nutzen, wie sieht die Routine aus? Grundsätzlich eben, wie du schon gesagt hast, man kann das Gerät entweder aufstellen, aufhängen oder vielleicht auf so einem Trolley auch befestigen und dann herumschieben in der Wohnung. Wir persönlich machen es so, wir haben das Model 2 plus 2 Duo, quasi unser größtes Ganzkörpergerät, und wir haben das wirklich auf so einem Trolley drauf, der seinen eigenen Platz quasi bekommen hat. Da steht das immer, das ist quasi die Ausgangsposition, und entweder man stellt sich dahin oder liegt sich oder sitzt sich dahin, oder man kann den quasi in der Wohnung herumschieben und beispielsweise ins Bad auch mal mitnehmen und quasi außerhalb von der Dusche sich anstrahlen lassen. Was, glaube ich, wirklich ein zentraler Punkt ist, ist wieder die Frage, wie gestaltest du deine Routine? Und wir als Biohacker, wir mögen auch gern quasi, dass wir Hacks sozusagen stacken, dass wir mehrere Sachen gleichzeitig machen. Und da bietet sich natürlich sowas wie Atemübungen, Breathwork, aber auch kalte Therapie, mit der du dich auch ganz viel beschäftigst, natürlich sehr stark an, weil du einerseits Effekte erhöhen kannst, also nochmal tiefer reingehen oder nochmal bessere Effekte erzielen kannst, aber du nutzt natürlich auch andererseits die Zeit viel effektiver. Also was wir halt sehen bei unseren Kunden hauptsächlich, ist es so, dass die im professionellen Setting, also wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel Masseure und so weiter hast, die nehmen es gerne her, dass sie die Devices einfach aufhängen. Und wenn jetzt der Klient dann auf der Massageliege liegt, dass man sagt, okay, davor man startet oder zum Abschluss gibt man sie eine Session. Im privaten Bereich, also wo du Endkunden hast bei uns, ist es, die meisten nutzen die Geräte, dass sie sie auf die Wand hängen, auf der Tür hängen oder eben, wie die Babsi gesagt hat, mit so einem Trolley. Manche, also ein kleiner Prozentanteil, die hängen sich das auf die Decke zum Beispiel, über eine Liege oder sowas. Aber wirklich die meisten stellen sich davor hin. Was ich von mir jetzt kenne zum Beispiel, mache zwei Dinge sehr gern. Einerseits starte ich oft gern in den Tag mit so einer Session. Also ich habe es auf dem Trolley, stelle es mir hin und plane dann meinen Tag währenddem. Oder eben wirklich auch, dass man sagt, man nimmt sich jetzt diese 10 Minuten, Viertelstunde, macht daneben entweder Dehnübungen oder macht, wie die Babsi auch gesagt hat, zum Beispiel Meditation, Atemübungen. Es funktioniert sehr gut eigentlich für uns und auch für viele von unseren Kunden. Und was man halt auch merkt, also ich finde das immer so spannend bei Tiere oder Kinder, die reagieren ja oft, also sehr, sehr unbewusst auf Dinge. Und was wir halt von uns oder auch von Kunden irgendwie merken, ist, dass eben Tiere, Kinder, sobald das Licht angeht, weil man muss ja wirklich sagen, das ist quasi die Intensität von dem Licht, das ist fünfmal die Intensität von diesen Wellenlängen in der Mittagssonne. Also das ist richtig, richtig intensiv. Und das schafft quasi wie so eine eigene Glocke des Lichts. Und du fokussierst dich eigentlich total unbewusst schon drauf und blendest der Umgebung so ein bisschen aus. Und deswegen macht es auch oft sehr Sinn, wenn du einfach sagst, hey, ich nehme mir jetzt diese Zeit, oder es passiert auch oft automatisch, dass du einfach abschaltest und in dieser Lichtglocke quasi bist. Nebenbei, bei Kindern, Tieren sieht man das oft bei uns, wenn uns Kunden Videos schicken, dass die einfach dann wirklich ruhig werden und einfach nur präsent sind. Ah, das kann ich auch absolut bestätigen. Also sobald das an ist, kommt mein Sohn auch sofort und möchte da drunter liegen. Also was du sagst, ist auch ein ganz interessanter Punkt. Das Licht ist halt wirklich, das ist brutal hell. Ja. Also wenn man das anmacht, dann ist wirklich die ganze Wohnung hellrot erleuchtet. Sieht von der Straße vielleicht manchmal etwas ungewohnt aus.
aber es ist extrem hell. Und wichtig ist wahrscheinlich noch zu erwähnen, das ist ja Lichtenergie, also ja. Die wird ja auch abnehmen, je weiter ich davon entfernt genau. Bin. Das heißt, ja. Wenn ich das jetzt einfach an die Decke hänge, dann dauert die Session tendenziell viel länger, als wenn ich das relativ nah an mich bringe. Ja, ganz genau. Also genau. Die Dosis setzt sich halt zusammen aus der Zeit, die du vor diesem Gerät verbringst, quasi zwischen 10 und 20 Minuten, der Distanz, die du dazu quasi hast, je weiter entfernt du bist, desto länger muss man es natürlich dann auch sich anstrahlen lassen mit diesem Licht, aber natürlich auch die Wellenlänge, die du benutzt. Man kann mit unseren Geräten, aber auch mit ganz vielen anderen, die es da auf dem Markt gibt, auch entscheiden, welche Wellenlänge man benutzt. Und es ist zwar vorteilhaft, wenn man Rot- und Nahinfrarotes Licht gleichzeitig benutzt, man kann aber auch ganz viel arbeiten nur mit einer einzelnen Wellenlänge. Wenn du dann deinen ganzen Körper nur mit Rotlicht anstrahlst beispielsweise oder nur mit Nahinfrarotem Licht, da kann man ganz viel experimentieren. Ein großes Thema, genauso eben nur vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, diese 10 bis 20 Minuten, was man so als Sweet Spot hat, bezieht sich in den meisten Fällen eben quasi auf die Kombination aus Rot- und Nahinfrarot und auf so eine Distanz, ich sage mal, zwischen 15 und 25 Zentimeter von dem Gerät entfernt. Was jetzt für mich auch ganz interessant ist, du hast gerade gesagt, man kann entweder Nahinfrarot oder Rotlicht nehmen. Gibt es denn einen Grund, dass man jetzt sagt, ich will nur eins? Ja, also wie wir schon gesagt haben, die unterschiedlichen Wellenlängen penetrieren natürlich unseren Körper unterschiedlich. Das rote Licht ist eher ein oberflächliches Licht und das Nahinfrarote ein tiefgründiges Licht. Und eben wieder je nach dem Effekt, den man haben möchte. Aber beispielsweise, wenn du jetzt wirklich ein Sportler bist, der nach seinem Training... Sorry, das meinte ich nicht. Für mich ist es so, ich nutze einfach beides aus der Bequemlichkeit. Ja. Also was ich eigentlich meine, ist, gibt es einen Grund, dass man eins ausschaltet? Ja. Also kann ich davon zu viel haben oder wird die Wirkung schwächer, wenn ich beides habe? Vielleicht habe ich das falsch gesagt. Also ich wollte eigentlich sagen, beispielsweise Profisportler, da ist vor allem nur nahinfrarotes Licht sicherlich spannend, weil du beispielsweise deinen ganzen Körper mit nur nahinfrarotem Licht sicherlich auch anstrahlen kannst und das Vorteile hat. Also weil du kommst quasi tiefer rein und, genau. Und du erreichst wirklich dann die ganzen Muskeln. Ähnlich ist es zum Beispiel, finde ich, was ich sehr gern mache, ist in der Nacht oder vor dem Schlafen gehen, dass ich meinen Schädel, quasi meinen Kopf, mit nahinfrarotem Licht bestrahle und das geht dann wirklich bis ins Gehirn rein, das Licht, und hilft dir dort zu entspannen und dass du in einen tieferen Schlafzustand dann über die Nacht kommst. Und da machst du das Rotlicht dann aus? Ja, genau. Also da habe ich nur das Nahinfrarotlicht. Das siehst du auch, also siehst du so gut wie nicht. Da hast du nur einen leicht pinken Schimmer. Mhm. Und das mache ich dann zum Beispiel sehr nahe an den Kopf. Also ich lege mich hin und habe das dann, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Zentimeter vom Kopf entfernt mit zum Beispiel unserem kleineren Panel. Und du strahlst dann quasi in den Kopf rein sozusagen. Es gibt auch viele Effekte, beispielsweise nur das rote Licht, Body Sculpting, Fettverbrennungen in gewissen Arealen des Körpers quasi. Da ist es eben spannend, wenn man nur diese eine Wellenlänge benutzt. Und das, was ich vorhin auch sagen wollte, war vielleicht ein bisschen ungeschickt quasi mit diesem Dual-LEDs. Wir sind wirklich die Einzigen, die das haben, ist, dass wir pro Linse 2 LEDs drinnen haben. Und die sind natürlich total spannend, wenn du nur eine Wellenlänge benutzt, weil du dann auf die gleiche Größe von dem Gerät plötzlich doppelt so viele LEDs hast, die quasi diese eine Wellenlänge ausstrahlen. Und du hast natürlich dann viel mehr Möglichkeiten auszuprobieren. Ja, also ich sage, weil das Problematische, was man natürlich schon sieht in der Praxis, in der Anwendung, und deswegen ist es, glaube ich, in den meisten Fällen ratsam, dass man jetzt, wenn man so ein Panel hat, beide Wellenlängen verwendet, ist, dass wenn du jetzt eine Wellenlänge ausschaltest, dann hast du plötzlich nur mehr 50% eben des Lichtes an und du hast eine sehr ungleichmäßige Verteilung von, also der Strahlung oder der Lichtenergie quasi. Und was man halt schon sieht in der Wissenschaft, ist das, es gibt sowas, das nennt sich therapeutisches Fenster. Also das ist jetzt quasi, wie viel Energie kannst du auf deinen Körper einwirken lassen. Und wenn du jetzt da Hotspots hast und dann irgendwie wieder Täler, dann schaffst du es halt nicht wirklich, dass du deinem Körper die optimale Energiemenge gibst, sondern er schaltet schon früher ab. Es ist ein komplexes Thema und am Anfang willst du mal rausfinden, hey, was macht das allgemein mit mir? Tut mir das gut? Oder eben, wie wir vorher erwähnt haben, hey, kriege ich dann vielleicht leichte Ermüdungserscheinungen? Muss ich noch nachbessern in meiner Ernährung oder meinem Wasserhaushalt? Und dann über die Zeit
magst du es dann auch auszuprobieren? Also sagst du jetzt, hey, wie kann ich das für den Schlaf anwenden oder im Recovery, im Sport genau oder für Hautgesundheit? Und dann kommt das oft, dass du sagst, hey, jetzt nehme ich eine spezielle Wellenlänge zum Beispiel für diese Session her. Okay, also ich fasse das auch nochmal zusammen. Am besten habe ich eben ein großes, wenn ich den ganzen Körper bestrahlen will. Und es kann absolut Vorteile haben, mal nur die eine oder nur die andere Wellenlänge oder das ist ja immer eine Range von Wellenlänge eben zu nutzen, je nachdem, was ich eben damit machen will. Aber für den Einstieg empfiehlt sich eigentlich, dass man einfach mal anfängt, auch gerne die Kombination von beidem nutzt und mal generell spürt, was macht das mit einem und dann sich langsam mehr Ziele setzt und anfängt ein bisschen zu experimentieren. Genau. Vielleicht eins noch wichtig zum Hinzufügen, also das passiert eben, diese Wellenlängen, was du jetzt auswählst, basiert eben auf wissenschaftlichen Arbeiten, Studien. Wir haben da auf unserer Website einerseits haben wir eine Research Section, wo wir ein paar tausend Studien drinnen haben in der Datenbank zusammengefasst. Und das finden wir dann eigentlich immer ganz gut bei Leuten. Also kann sich auch jeder, ob er jetzt unser Gerät hat oder nicht, gern draufgehen, anschauen. Und da kannst du wirklich suchen nach Use Cases, die du haben möchtest. Und dann schauen, hey, was ist in der Wissenschaft, was ist da jetzt genau hergenommen worden? Also ist es jetzt zum Beispiel eine Kombination aus Rot- und Nahinfrarotlicht oder haben die jetzt nur Nahinfrarotes Licht oder nur rotes Licht hergenommen? Wie findet man die Website? Haben wir noch gar nicht gesagt. www.luminusred.com und die Forschungsdatenbank ist quasi einfach unter /research. Genau. Wird auch alles bald auf Deutsch sein. Also ich glaube, wenn der Podcast dann rauskommt, wird die Website auch auf Deutsch sein. In der Zwischenzeit, also dann einfach auf /Forschung. Ja. Oh, das ist immer gut. Cool. Jetzt hast du eben angesprochen, liebe Barbara, das Stacking. Und da würde ich gerne noch ein bisschen drauf rumreiten. Und wir haben ja auch schon zusammen für eure Webseite einen gemeinsamen Blogbeitrag geschrieben. Da geht es um die Kombination von Kälte und Photobiomodulation. Denn hier für die, die das noch nicht gelesen haben, Kälte ist ein unheimlich starker Primer. Also das bereitet den Körper extrem gut auf diese Strahlungsenergie vor und hilft dem Körper, durch schnellere Zirkulation und verschiedenste Prozesse, die Kälte anstößt, eben noch mehr von dieser Energie nutzbar zu machen und die auch im Körper besser verteilen zu können. Ja, wenn der Körper vorher wirklich gekühlt ist und dann Photobiomodulation stattfindet, also danach, wo der Körper noch ganz rot ist und quasi fröstelt, hat sich auch gezeigt in der Wissenschaft, dass das Licht noch mal tiefer in den Körper rein penetriert. Finde ich auch total spannend. Beziehungsweise auch die ganzen Äderchen ein bisschen besser noch erwischt, die sich dann zeigen, wenn der Körper ganz rot wird und eben dann auch die Mitochondrien im Blut, wie die Babsi ja vorher gesagt hat, wo wir so Free-Floating Mitochondria haben, dass die auch einfach erwischt werden können. Genau, weil der Körper eben rot ist, bringt die ganze Kälte ja auch die Blutplättchen näher an die Hautoberfläche, deshalb sind wir auch rot und deshalb können die halt auch viel schneller und stärker penetriert werden. Genau. Also da ist auch natürlich Hypothese, also man ist da in der Wissenschaft noch nicht ganz so weit, aber da wäre zum Beispiel auch hochinteressantes nur rote Licht, wenn wir jetzt vorher über das geredet haben, weil da könntest du es auch schon schaffen, dass du wirklich das ganze Blut über das nicht so tief penetrierende rote Licht erwischt, ganz gut. Sehr spannend. Wie haben wir denn noch mehr Möglichkeiten, das Ganze zu kombinieren? Also ich kann von mir erzählen, ich habe zwei Settings. Das eine habe ich mir jetzt sehr lieb gewonnen. Das habe ich bei Ben Greenfield geklaut. Und ich habe die zwei Paneele, die großen, einfach unter meinen Stehschreibtisch gehängt und stehe jetzt morgens beim Arbeiten da im Adamskostüm vor. Und das finde ich ganz cool, weil ich kann es halt sehr passiv machen. Also ich kann jetzt dabei arbeiten, verbrauche keine Zeit, gerade Muskelkater im Bein kriege ich extrem gut damit hin. Hormonhaushalt kann man ein bisschen regulieren. Das gefällt mir ganz gut. Und mein anderes Setup, das ist eher ein aktives Setup, aber ich lege mich da eher passiv hin. Und dann lege ich die Paneele auf zwei Stühle, lege mich da drunter auf so eine Akupressurmatte und gehe jetzt meistens mit verschiedenen Atemtechniken durch und mache dabei eine Meditation. Was gibt es denn noch mehr für Möglichkeiten, dort Dinge zu kombinieren? Ich persönlich sind wir gerade erst am Anfang in auch Atemübungen, Atemtechnik, während ich vor dem Rotlicht sitze. Ich finde, das ist auch generell psychologisch gesehen einfach ein total
spannender Moment oder Prozess, wenn man da davor sitzt, weil es einfach wirklich was mit einem macht. Es ist ein total grelles, einnehmendes Licht sozusagen. Und wenn man das dann noch gut mit Atmung kombiniert, wo wirklich das ganze zentrale Nervensystem nochmal in Schwung gebracht wird, quasi dieser Fokus, dieser Flow hergestellt wird, da ist für mich Rotlichttherapie etwas total Unterstützendes und nochmal tiefer Machendes. Eine andere Möglichkeit auch noch, wie ich gerne Rotlicht kombiniere, ist während meinen Beauty-Behandlungen, also beispielsweise während einer Gesichtsmaske oder was ich auch gerne mache, ist Microneedling, wo man wirklich ganz sanft, das klingt vielleicht ein bisschen arg, ganz sanft mit einer sehr dünnen, also 0,2 mm Nadel, also das ist so ein Roller quasi, über das Gesicht rollt. Das Gesicht quasi tatsächlich verletzt, aber sehr minimal, also es ist nichts Schlimmes. Und da finde ich es auch total spannend, wenn man dann quasi mit dem offenen Gesicht sozusagen vor dem Rotlicht sitzt und dann seine Maske nochmal drüber macht oder Hyaluronsäure und so weiter, dann geht das natürlich nochmal viel tiefer in die Haut rein. Und das ist auch echt super, mache ich wirklich gerne. Soll man nicht zu häufig machen, für alle, die das spannend finden. Also einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate ist da völlig ausreichend. Aber so stärke ich meine Hacks persönlich gerne. Und ich würde auch vielleicht noch zwei Stacks oder zwei Routinen dazu bringen. Eine auch, wie du gesagt hast, Rolf, eine geklaute. Das macht, glaube ich, der Dave Asprey macht das gern. Das mache ich eigentlich fast täglich. Ist das meine Go-To-Routine in der Früh. Da habe ich unser größtes Panel, also Ganzkörperpanel, und stelle mich auf ein Powerplate drauf. Und bin dann circa 10, 15 Minuten, wo ich ein paar Übungen mache, es ist jetzt kein wirklicher Sport oder so, wie du die Powerplate sonst hernimmst, dass du schwitzt, aber du bringst deinen ganzen Körper in Schwung, du hast das Gefühl, hey, ich habe mich ein bisschen bewegt, auch wenn es dich vielleicht nicht bewegt hast, und es macht dich munter wie ein Kaffee fast, würde ich sagen, oder stärker. So targeted Treatments rein auf den Kopf, wie ich schon vorher angesprochen habe, also es gibt mir sehr, sehr viel, einerseits wenn ich eine harte, intensive Work-Session hinter mir habe, dann lege ich mich gern hin und gib mir auf die Stirn oder auch quasi obendrauf auf dem Kopf wirklich nur nahinfrarotes Licht, meditiere gern damit. Oder zum Beispiel auch am Abend sehr gern kombiniere das mit Atemübungen, wo ich einfach sage, hey, ich will mich noch einmal ein bisschen auspowern oder will noch ein bisschen mehr so quasi in irgendwie ein körperliches Gefühl kommen, dann kombiniere ich das zum Beispiel Licht auf die Stirn mit Atemübungen, zum Beispiel Wim Hof Atmung. Das holt mich auch deutlich mehr ab, als mein Gesicht zu zerfetzen. Nur für die Hardcore-Leute. Schickt doch da mal ein Foto, das können wir dann gut als Giveaway oder Podcast. Ja, das habe ich noch nicht gesagt. Auf unserem Instagram, wir haben erstens ein eigenes Story-Highlight zum Thema Beauty. Also da kann man das auch gerne mitbeobachten. Ich glaube auch ein Instagram-TV-Video dazu gemacht zu haben. Ja. Also ich hype diese Routine wirklich total. Ich habe das auch einmal gemacht und danach schaust du echt aus, wie wenn du dich mit dem Fahrrad hinkaut hättest. Also du bist dann, also bei mir ist es zumindest so, ich bin dann immer einen Tag, bin ich komplett rot im Gesicht und habe wie Schürfwunden quasi. Es ist wirklich nicht so arg. Was ich jetzt super interessant finde, ist, dass jeder von uns die Atmung nutzt als eine Methode, das Ganze zu hebeln. Ich selbst nehme auch natürlich gern die Wim Hof Atmung, die aber eher morgens, weil dieses starke Atmen und dieses Hyperventilationsatmen, das hilft mir extrem, mich in den Tag reinzubringen. Also es pusht mich extrem auf, gibt die Energie und kombiniert daher auch so gut die Effekte, die ich eben von der Lampe kriege. Am Abend nutze ich selbst eher lieber Minimalatmung. Also ich gehe ganz runter und versuche mich eben zu beruhigen, auf den Schlaf vorzubereiten und verbinde das auch unheimlich gerne mit so einer Atemmeditation dann. Schön. Wir sind gerade ein bisschen so am Ausprobieren, was gut funktioniert. Bei uns wechselt es auch viel eben zwischen so einer Minimalatmung. Also ich mache da auch ganz viel das Box-Breathing quasi, wo man 4 Sekunden einhaltet und dann einfach wieder ausatmet. Ich bin immer so total ein Fan von einfachen Sachen, die aber sehr effizient und effektiv sind und einfach instantly
gute Gefühle machen. Und für mich ist das auf jeden Fall, obwohl es eine leichte Atmung ist, etwas, was mich sofort in einen anderen Zustand bringt, einfach durch diese Hypothese, einfach durch diese Bewusstheit, also wirklich dieses Mitzählen, dieses Fokussieren auf, was mache ich gerade, mein Bauch geht nach raus, ich halte das jetzt, mein Bauch geht nach innen, das ist wirklich total wie ein meditativer Zustand für mich. Voll. Aber mir ist es oft so eben wirklich durch die Körperlichkeit, dass ich dann in die Gegenwart irgendwie komme. Das taugt mir im Moment sehr stark. Also dass ich, statt dass ich mich beruhige oder meditiere, dass ich einfach durch eine körperliche Betätigung oder durch irgendwie, dass du ein bisschen vielleicht so eine Art Panikzustand oder was auch geratest. Also zum Beispiel auch jetzt im Winter teilweise die Kälte hilft mir da auch sehr viel. Dass du einfach sagst, hey, du musst oder du kannst gar nicht an was anderes denken. Das tut mir sehr gut im Moment, ja. Ja, das ist auch was ich unheimlich gerne mag, dass man einfach im Moment ist und diese Techniken einem helfen, einfach auch dabei zu bleiben in dem Moment. Toll. Ja. Zum Thema Atmung habt ihr jetzt auch noch ein kleines Zuckerli für die Zuhörer vorbereitet. Was bekommen wir denn da zu hören von euch? Wir haben ganz exklusiv nur für die Zuhörer von dem wunderbaren Podcast vom lieben Rolf, haben wir ein kurzes Video gedreht. Ich glaube, das ist so 5 bis 6 Minuten lang, also wirklich nicht lang, wo wir einfach kurz diese Atemtechniken, die wir eben jetzt gerade angesprochen haben, also einerseits das Box Breathing, eher minimalistisch, andererseits die Wim Hof Atmung, wo man wirklich ins Hyperventilieren kommt oder Hyperventilierungsatmung, haben wir euch vorgezeigt, wie wir das vor unseren Rotlichtmaschinen machen. Genau, einfach, dass das, was wir jetzt einmal besprochen haben, dass man sich einfach noch ein bisschen mehr vorstellen kann und auch sehr ein bisschen reinspüren kann. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen sicher ganz interessant. Absolut. Also ich bin total froh und gespannt, dass man einfach mal sieht, wie man das Ganze kombinieren kann. Es hilft ja extrem, wenn man da Beispiele hat und sieht, wie es andere machen. Und nachdem ich mir das Video angeguckt habe, kann ich auch jeden beruhigen. Man sieht kaum Blut bei der Babsi im Gesicht. Aber man bekommt viele gute Hinweise. Extra unblutig vorbereitet. Also für mich war das ein ganz spannendes Thema. Wir haben jetzt auch sehr viele verschiedene Themen einfach da besprochen. Die Benefits, ich glaube, das war ein brillanter Einstieg, um einfach mal Lust auf mehr zu machen. Wer dort mehr lesen will, der kann immer gerne auf eure Webseite. Sag sie nochmal. www.luminousred.com. Und auch sehr gerne nochmal die Empfehlung, erstens lernt uns kennen, schaut euch unsere Website an, bald auch auf Deutsch, aber auch vor allem schaut euch unbedingt den Blog an, den wir mit dem Rolf gemacht haben. Das war unbedingt quasi der Part 1 von unserem Zusammenarbeiten, von unserem Kennenlernen. Da haben wir auf Englisch, aber auch bald auf Deutsch quasi gesprochen über die Kombination von Kälte und Rotlichttherapie. Und da gibt es auch ein total tolles Video von Rolf. Da gibt es auch ein Zuckerl vom Rolf für unsere Zuhörer und Leser. Also aber leider auch ohne Blut. Ich bin jetzt mal gespannt auf dieses Micro-Needle. Wo finde ich das nochmal? Sag mir das auch nochmal. Auf Instagram. Wir heißen auf Instagram luminousred.light. Genau. Und da gibt es die Story-Highlights. Genau, heißen die, da kann man sich ganz viele Beauty-Story. Das sind oben die Buttons, ne? Ja, genau, das sind oben die Buttons, Beauty und Instagram-TV-Videos gibt es auch. Okay, an alle Horrorfilm-Fanatiker, da findet ihr das gruselige Zeug. Oder, ich würde es eher anders formulieren, an jeden, der nochmal 200% besser aussehen will, egal ob Mann oder Frau, der was genau diesen Glow haben kann, wo dich am nächsten Tag jeder fragt, boah, hast du heute gut geschlafen? Was machst du? Was ist da los? Dem kann ich diese Routine nur wärmstens empfehlen. Auch wenn sie wehtut. Sie tut nicht weh. Disclaimer, tut nicht weh und blutet schon. Auch nicht. Ich werde nicht gefragt, ob ich mich mit Mike Tyson gestritten habe. Nein, garantiert nicht. Cool, aber das ist ja noch gar nicht alles, sondern ihr habt jetzt auch noch ein weiteres Bonbon für die Leute, die es mal ausprobieren wollen. Du hast ja eben den Tipp gegeben, eben einfach mal bei euch auf der Webseite in den Shop vorbeizukommen. Und wer keine Möglichkeit hat, bisher das Ganze mal auszuprobieren oder einfach Interesse hat, mal mehr am eigenen Körper zu erfahren, der kann ja jetzt mit einem, wie heißt das? Coupon-Code, Voucher, je nachdem, Gutscheincode. Oh, einfach Rabattcode, genau, kann der dort auch nochmal zuschlagen. Wie muss ich da vorgehen?
Da geht man einfach zu unserem Shop, wählt das Gerät aus, das einen interessiert. Wie gesagt, wir haben unterschiedliche Größen. Falls da noch Fragen sind, gerne auch uns anschreiben. Wir reden gerne mit jedem persönlich. Und dann beim Kaufabschluss kann man einfach den Rabattcode quasi eingeben und der ist als zusätzliches Zuckerl Peak Wolf. Einfach eingeben und dann zieht es automatisch 20 Euro ab. Ja, einfach so als kleines Willkommensgeschenk von uns für euch. Sehr cool, da wird sich doch der ein oder andere sicher schon freuen. Und ich bedanke mich auch riesig für die ganze Zusammenarbeit mit euch. Ich kann jedem nur empfehlen, mal auf eure Kanäle zu gehen, euch eben selber kennenzulernen. Ihr seid ja dann doch irgendwie ganz nette Leute. Oh. Wir versuchen es. Ja, und ich freue mich schon auf die nächste Zeit mit euch. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön, vielen Dank. Es hat uns super gefreut und es war so spannend, mit dir zu reden. Und wir hoffen, dass auch deine Zuhörer jetzt Blut geleckt haben. Oh mein Gott. Und das ausprobieren wollen. Ja. Ja, und wir sind uns auch sicher, das ist nicht die letzte Zusammenarbeit mit dem lieben Rolf. Also wir werden sicherlich noch mehr machen. Auf jeden Fall. So, das war es jetzt auch schon wieder mit einem weiteren spannenden Thema. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich auf jeden Fall habe jetzt direkt Lust, auch mal mit den einzelnen Lichtfrequenzen zu experimentieren, was ich bisher noch kaum gemacht habe. Wie immer findest du jetzt auf www.peakwolf.ch, findest du unter der Rubrik Blog oder Podcast mehr Informationen und die ganzen Links, die wir hier im Podcast besprochen haben. Genauso wie den Rabattcode habe ich dir da alles zusammengestellt und freue mich, wenn du mal reinschaust. Bis bald, euer Rolf.